Moin, ich war gestern verwirrt. Ich war gestern, aber das kennt ihr ja von mir schon, oder? Dass ich verwirrt bin, das kennt ihr ja. Und dass hier meine Abfahrer verwirrt sind, das kennt ihr auch. Ja. Gestern war natürlich Freitag. Ich habe mich verabschiedet mit Donnerstag, bla 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 bla. Ist natürlich Quatsch. Nein, es war Freitag. Ist mir dann auch aufgefallen. Ja, heute ist Samstag. Erste Folge. Und wir sind immer noch fleißig am Ernten. Und wir sind dabei, hier mal so ein bisschen Dingens dahin zu bringen. Milch. Ach, die ist auch voll, die Käserei. Du ahnst es nicht. Auch noch Leerräumen. So, leer. Dann kann ich damit mal hoch zur Holzindustrie fahren und kann da die Holzkohleproduktion in Gang bringen. Da ist nämlich nichts. Die haben kein Wasser. So. Schauen wir hier rum. Da müssen wir uns da oben, glaube ich, noch einen Ackerschacht setzen, weil da haben wir noch keinen. Ja, die Ernte läuft parallel irgendwie weiter. Mal, wenn ich da drauf gucke, hat der Hopfen 100%. Ich glaube, dass der Drescher nichts mehr abkippen kann. Ach, der Abfahrer nichts mehr abkippen kann bei der Brauerei. Naja, gucken wir mal. Irgendwie stehen die sich auch im Moment selber im Weg. Ich weiß nicht, ob das in der Cosplay-Version liegt. Bin mir da ja nie so sicher. Ist auch schon wieder gut Schnaps. Ja, ich hätte natürlich auch gleich Diesel mitnehmen können hier für die Baumstammproduktion. Die ist bestimmt auch schon wieder voll. Muss dann auch mal wieder leer machen. Ich muss mir gleich mal eben den Abfahrer angucken, wenn ich ihn denn habe. So. Wo können wir denn hier mal Wasser, ein Aggerschacht hinpacken? Da draußen, ne? Hier draußen.
Hat sich eigentlich bei meinem Experiment schon was getan? Wie weit sind wir da denn? Gibt's da noch? So, die sind durch. Die produzieren nicht mehr. Das heißt, er hat hier aus einer Holzpalette hat er 15.000, 16.000 Liter. Hier waren 1.000. Jetzt sind da 2.000. Jetzt sind hier also insgesamt 17.000 Liter. Hat er aus einer Holzpalette gemacht. Aus einer Bretterpalette hat er 17.000 Leerpaletten gemacht. 17.000 Liter. Das muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das, weil dann den gleichen Test, den möchte ich gerne irgendwann unten bei der anderen auch machen. Holz in das Tree. Sechzehn. 1000 Liter Paletten. Und so eine Bretterpalette hier, die hat 5000, oder? 8000. Okay. So. Und ich gehe gleich mal runter und notiere mir da mal so ein paar Sachen. Das heißt, er hat es verdoppelt. Hier nämlich die Holzkohleproduktion auch anlaufen. Ja, wenn, dann machen wir es gleich richtig voll, ne? Hier fahren wir doch nochmal hin. Wir tanken uns nochmal auf. In der Zwischenzeit gucke ich bei der Holzverarbeitung unten, wie viel Liter und was da gerade steht. So. Holzverarbeitung Bretter. Das ist rappelvoll. Okay. Falls ihr fragt, nein, es gibt noch nichts Neues zum Thema Hakenlift LKW. Aber ja, soll ich sagen, ich bin dran. Ich weiß es nicht, ob ich dran bin. Ja, ich habe mal angefangen, aber ich habe noch keinen nennenswerten Fortschritt erzielt. Bin noch dabei, in Blender an dem Hakenlift überhaupt zu arbeiten. Ach. Und da ich keine Ahnung von Blender habe, zieht sich das ein bisschen.
Hier war ich schlauer als auf dem Multiplayer. Da habe ich da ein bisschen mehr Platz gelassen, dass man da vernünftig rumfahren kann. Einmal leer gemacht. Das bringen wir jetzt auch hier eben ins Zwischenlager, wenn da noch Platz ist. Ansonsten können wir es auch mal hier reinschmeißen. Wir wollen ja auch was haben. Was mich jetzt eben interessiert, ist, wie viel macht er jetzt daraus? Weil ich finde das ein bisschen wenig, was er da jetzt oben draus gemacht hat. Ich meine, das wäre hier mehr, aber das kann auch täuschen. So. So viel dazu. Guckt ihr heute Abend rein? Heute Nachmittag, 16 Uhr. Nächste Folge. Was macht denn jetzt hier mein LS? Mein Bild war auf einmal weg. Alles gut. So, der Lexion hat die Aufgabe erledigt. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Warum fährt er da oben nicht? So kriegen wir das Feld ja nie leer.
Zeit ist um. Ihr hört's. Ich werde jetzt erstmal mich bei euch bedanken. Dann 14 Uhr gibt's die nächste Folge. 16 Uhr gibt's Match. Experience gegen Friesenjung. Schaltet rein. Und Dankeschön. Bis gleich.